Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran. Dr. Chaos ist jetzt für mich das vierte NES-Game für heute in Folge, das ich aufnehme. Dann reicht's auch schon langsam, bin schon ein bisschen durch. Aber ich bin gespannt auf Dr. Chaos. Sagt mir gar nichts, ist es eine Filmumsetzung oder was geht hier ab? Grafikstil gefällt mir vom Haus her, die Schrift, die blutende, naja, ist Geschmackssache. Okay, New Game. Ich kann hauen, ich kann hüpfen, ich kann Start drücken und ich kann hier Waffen auswählen. Okay. Ich nehme einfach mal das Messer. Und wieso kann ich... Komm schon, Maus. Jetzt bin ich in den Raum und in den Raum kann ich untersuchen. Schrank ist offen, Schrank ist nichts drin. Nothing there. Ja, wie gehe ich wieder raus? Möchte da wieder rausgehen? Aha. Ah, ich kann mich da umdrehen, dann kann ich so wieder rausgehen, oder wie? Ah, Waffe. Ich möchte diese Waffe haben. Wie komme ich? Ah, okay. Get. Mit B mache ich das. Open Fenster. Nix. Umdrehen. Und jetzt auf Go. Der Stand des Spiels. Okay, die Mäuse zum Töten ist doch recht schwierig. Gut, es ist offensichtlich in Spielen sehr viel Point and Click machen muss. Finde ich ja generell ganz interessant, diese Vorgehensweise. Hoffen. Go. Kann ich aus dem Fenster vielleicht auch gehen? No way. Go. Komm, hör mal aus. Also die Hauphysik gefällt mir da überhaupt nicht, muss ich sagen. Open, open. Zaubertrank, get. Kann ich da, was ist wenn ich hit? Bringt nichts, hit table. Open door, go. Aha. Open, open. Get Handgranate. Interessantes System. Habe ich so auch noch nie bei einem Game gesehen. Sieht mir ein bisschen aus nach einer PC-Emulation. Würde mich wundern, wenn ich da nicht richtig liege. Go outside. Nein, ich möchte rausgehen hier. Komm schon. Ja, öffne das Fenster. Im offenen Fenster ist eine Waffe. Ist auch recht. Kann ich jetzt wieder rausgehen hier? Möchte da rausgehen. Ah nein, da war nicht rausgegangen. Okay. Okay, mit der Navigation. Da muss ich ein bisschen zu. Ah, was, Moment, da war ein Kasten nicht offen. Was ist so? Open, Kasten, Get, Waffe, Next. 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 Da muss ich rausgehen, oder? Go. Nein, wie komme ich da raus? Ich will hier raus. Daraus? Nope. Dann nicht. Komm schon. Daraus. Ja, get out. Go.
Ich will hier raus. Go. Danke. Moment, da geht's weiter. Alter, dass die Gegner so schnell wieder spawnen, das nervt total hier. Genauso die Kollisionsabfrage leider. Open. Open. Nix. Und da oben. Open. Da ist ein Trank, den checken wir uns ja gleich. Und wir mal leben. Gibt's hier noch was? Kein Tisch. Go. Ah. Siehst du überhaupt? Nein, ich wollte da nicht reingehen. Go. Go? Wieso kann ich nicht rausgehen? Ich will da raus. Go. No way. Wieso ist da kein way? Wieso ist da kein way? Gut gedeutscht. Get. Komm ich da raus? Okay. Nein, ich kann die dumme Maus einfach. Stirb, du blöde Maus. Kann ich da irgendwo reingehen? Nein. Geh mal da rauf. Komm mal da rein. Mal Leben holen hier. Ja, ich find's ganz abwechslungsreich, das Game eigentlich so, wie es gemacht ist, aber. Macht's wirklich Spaß, die ganze Zeit hier alle Räume zu durchsuchen? Ja, ich weiß nicht so recht, auch nur bedingt. Kann ich jetzt da rausgehen? Aha, jetzt bin ich da drinnen. Falsche Tür gewesen offensichtlich. Kann ich jetzt noch weiter? Kann ich in den Schrank reingehen? Was ist, wenn ich in den Schrank reingehe? Bin ich dann der Mann im Schrank? Nein, geht nicht, okay. Hätte ja sein können. Ich wäre gerne mal im Schrank gewesen. Schauen wir mal da rein. Ja, Waffe. Nimm die Waffe. Also, dass man da immer zwischen Open und Get wechseln muss, ist schon ein bisschen zart. Man kann jetzt nicht einfach nur mit dem Finger untersuchen und weitergehen. Wird mir irgendwie mehr zu sagen, glaube ich. Get. Es ergibt sich aus dem Kontext raus, was die Hand machen soll. Moment, da wäre eine offen. Zwar noch nicht offen hier. Da ist nichts drin. Rausgehen. Jetzt sterbe ich schon wieder an dieser blöden Maus hier. Okay, ich kann da durchgehen. Okay, das habe ich. Das war mir jetzt nicht ganz sicher, ob das geht. Ah, diese Mäuse. Wieder ein Trank. Zaubertrank wird eingesackt. Öffnen Fenster, Waffe, geht. Das sind schon 80 Schuss. Vielleicht sollte ich mal eine Waffe probieren. Hm? Das mache ich jetzt dann. Hol ich die Waffe vor. Wechsle mal auf Waffe hier. Genau. Ich erschieße die Maus und die Fledermaus ist. Boah, tot. Die Maus muss sterben, Leute. So, da. Da war ich da schon, oder was? Da war ich schon, okay. Ich dachte, ich bin vielleicht weitergegangen. Es sieht einfach alles so schon ziemlich krass gleich aus. Wieso kann ich da jetzt nicht rausgehen? Das verwirrt mich. Ist das ein Bug, oder? Wieso kann ich da nicht rausgehen? Nein, okay, ich gehe nach rechts. Ich da jetzt rausgehen. Gut. Zacht mich ein bisschen an, Leute.
Wer war da jetzt? Was ist mit dir? Ich schieße ich doch die komische Ente. Was zum... Geier, war das denn jetzt? Go out. Okay. Ich habe dem Spiel eine Chance gegeben. Es ist nicht meins. Es ist durchaus innovativ, so mit dieser Art zu weitergehen und zu forschen. Es ist Point-and-Click-Dingsy-Bumsy mit Spring und Schuss und allem drum und dran. Ist gut gemeint, aber ist zumindest heutzutage nur noch schwer genießbar. Nur noch schwer genießbar, ja. Ja, sagen wir mal, das war's. Das war... wie heißt das Spiel? Dr. Chaos am NES. Ein Point-and-Click-Jump'n'Run. Oder wie würdet ihr das nennen? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann freue ich mich. Und wenn ihr da unten abonniert, dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Game in euren YouTube-Podcast-Kasten. Und jetzt wollte ich schon Podcast sagen, ja, ich zocke heute schon zu lange. Und da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Und das ist eine ganze Menge. Ciao, Leute.